Ein paar sind noch, ihr müsst ihr euch für den hinteren Vorhang auch teilen nachher. Müsst ihr durchbrechen, da sind nicht mehr so viele. Aber ey, cool, dass du hier warst. Mike, bester Gastgeber. Er weiß genau, wie viele Leute kommen, bringt zu wenig mit. Vielleicht in einem anderen Leben. Danke. Ja, das Ding ist halt, wenn die zusammen wären, dann würden sie halt immer Leute fragen so, ja, warum bist du mit dem zusammen? You know? Und Leute würden von außen immer so sagen, ja, okay, ja, Zabex hat wahrscheinlich, also der Typ hat wahrscheinlich Geld, sonst könnt ihr so eine niemals pullen und so. Das wäre die ganze Zeit so, wow, was ist jetzt mit so einem Hässlichen zusammen? So eine Nummer wäre das. So, so, ja, wie bei mir. Ja, fair, fair. Machst du eigentlich noch was mit den anderen beiden? Hier im ersten Kampf. Ey, Digga, was ist hier los schon wieder? Was ist jetzt? Daneben. Danke. Ja, das Ding ist halt, wenn die zusammen wären, dann würden sie halt immer Leute fragen so, ja, warum bist du mit dem zusammen? You know? Und Leute würden von außen immer so sagen, ja, okay, ja, Zabex hat wahrscheinlich, also der Typ hat wahrscheinlich Geld, sonst könnt ihr so eine niemals pullen und so. Was meint er damit? Was genau, wie meint er das? Wie meint er das? Hör, werde ich mal gleich hinterfragen hier. Oh ja, geil, er hat nicht nur mich beleidigt, sondern auch Julia. Geil. Hat mich beleidigt und mich geghostet. Schade. Das wäre die ganze Zeit so, wow, was ist jetzt mit so einem Hässlichen zusammen? Anleben. Danke. Digga, was sagt er da? Girls haben für Zabex. Hallo! Mike, was geht ab? Was genau meintest du mit der Aussage, wie konnte der die pullen? Ist sie nur mit dem zusammen, weil der viel Geld hat? Weil ich habe ja, in fact, ich habe ja eine Freundin. Willst du damit sagen, meine Freundin ist hässlich? Weil bei der fragt sich das niemand. Boah, da bin ich jetzt in der Zwickmühle drin, Bro. Ja, bist du in der Exil? Ich muss jetzt entweder dich oder deine Freundin komplett roasten. Kevin, willst du sagen, ich habe verdient, es mit einem mittellosen Schwein zusammen zu sein? Jetzt geht's los. Ey, Leute, ich hasse euch beide so sehr, das ist krank. Kevin, findest du, for real, ernst gemeinte Frage, ich mache gerade so eine kleine Umfrage. Findest du, wenn du mich jetzt so das erste Mal sehen würdest, du kennst mich ja gut, du weißt ja auch, dass es nicht so ist, aber findest du, ich sehe aus wie ein NPC, wie ich stehe und gucke? Nee, du siehst aus wie ein Alkoholiker, finde ich. Ich trinke nicht mehr. Ich finde, du siehst aus wie einer, der so mittwochs zu früh auf der Parkbank sitzt, Dog. Wirklich? Warum? Liegt's am Weihnachtspullover? Ja, no joke, ist der Weihnachtspullover. Okay, dann trage ich den nicht mehr so aus. Ja, nicht schlimm. Nee, ich finde, du siehst nicht aus wie ein, ich würde nicht sagen, dass du aussiehst wie ein NPC. Wie sehe ich denn aus? Was würde dir so einfallen als erstes? Du bist ja sehr modebewusst, wenn ich dich hier so sehe in deiner Facecam. Mhm. Echt cooler Fit, Vater Schlumpf. wie würdest du mich so einschätzen? Würdest du sagen, ich bin eher so der Rizzler oder eher so der Kumpeltyp? Du bist eher so der Kumpeltyp. Du bist eher so, ich glaube, du bist so, ich glaube, Ladies würden zu dir sagen, du bist so ein Kuschelbär. Würdest du sagen, ich bin so eher prinzipiell der Atze, der gefriendzoned wird? Ich glaube, du bist eher der, da gar nicht nach einem Date gefragt wird, Bro. Ich glaube, du kriegst direkt einfach den Korb, so straight up, you know? Hoffentlich sagst du auch so nein. Ja, klar. Ja. Logisch. Ja, du hast ja eine Freundin halt. Genau, war nur Content für Content. Ja. Okay. Yo, hey, Bro. Cool, dass wir mal wieder geschnackt haben. Cool, mal wieder deine Stimme zu hören. Yo. Ich wünsche dir guten Rutsch, weil falls wir uns nicht sehen, rutsch nicht aus. Frohes Fest und so eine Sache. Ja, dir auch, wa? Euch auch. Genau, bleib stabil. Und so. Ade, Tschüssikowski. Digga, ist das scheiße. Ey, das ist alles so kacke, wirklich. Mann, Junge, dieser Typ, ey. No joke. Jungs, denke ihr, ihr seid mega funny damit? Das ist nicht funny. Shut the fuck up.